Ausgangsprojekt war eigentlich ursprünglich ganz was anderes. Wir sind am Zweijahresprojekt dran und haben dann gesagt, ja, okay, Bergfilmfestival St. Anton, wenn wir jetzt mal ein Jahr lang nichts liefern, das wollen wir uns nicht gönnen, wir machen ein Kurzprojekt. Und dann haben wir eigentlich recht nette Aufnahmen gehabt von Obertiljach unten, wie wir durchs Dorf fahren und weil es so viel Schnee unten gehabt hat. Oben schöne Aufnahmen am Gipfel, wie sie durch Alm durchlaufen und so. Und dann eben hat es die 4 Tage, wo wir unten waren, eben auch viel geschneit und viel Waldaufnahmen. Und dann habe ich das Material gesichtet und dann während dem Sichten ist mir aufgefallen, dass ihm. Wir haben zuerst einen Titel gesucht da, und da war es laufen lassen. Und dann haben wir gesagt, ja, ein bisschen Musik und ein paar O-Töne von ihnen, ein bisschen was dazu reden. Und das Thema Glauben war noch gar nicht da. Und dann sind sehr viele Kreuzer immer oder Kruzifix und kleine Kapellen sind in dem Dorf drinnen. Und dann hat ja, wieso nicht das Thema Glauben aufgreifen und einen Titel auch gesucht. Und durch das, dass wir von da runtergefahren sind, ist das Thema Schneewallfahrten dann gekommen. Und zuerst hat es gesagt, nein, das geht nicht und das versteht niemand. Und dann hat er mal gesagt, mal, das machen wir jetzt. Und dann habe ich den Markus einmal gefragt, ob er vielleicht so nett wäre und uns unterstützen würde, das Ganze, weil es ist einfach ein fragiles Thema. Und generell Thema Glauben. Man ist sehr religiös behaftet. Und wie baust du das so auf, dass du nicht zu sehr in die religiöse Schiene kommst? Und dann ist es ein Aufbau gewesen, ja, viel auseinandersetzen, viel lesen, gerade im Philosophiebereich, Existenzialismus wird das Thema behandelt, dann teilweise auch so religiöse Blogs und das sind wieder Ausschweifungen gewesen und dann war es ein Artikel von der Zeit, glaube ich, der recht gut geschrieben war und danach haben wir die Sachen alle zusammentragen und habe es auch teilweise also dem Stefan und dem Björn gegeben und haben immer wieder darüber geredet und dann haben wir Interviews gemacht und es war einfach Ende Saison, es waren alle ziemlich ausbrennt und dann du musst in der Stimmung sein, damit einfach wirklich auch da reinsacken kannst. Also in Zukunft werden wir solche Interviews müssen eigentlich vor Ort machen, direkt nach dem Skifahren, damit einfach nur die Stimmung drinnen ist. Aber sie haben es gut beschreiben können. Aber es ist halt einfach, ja, du musst da die Tonlage und das alles hat einfach nicht passt. Und dann, ja, haben wir gesagt, gut, Text daher, alles zusammentragen noch einmal. Und dann der Johannes Lampert, guter Freund von mir, der ist Musiker, macht jetzt aber Liedtexte und hat Politikwissenschaften, glaube ich, studiert. Und ja, tut sich da recht leicht. Oder leicht unter Anführungszeichen, aber kann sehr gut umschreiben, sehr blumig schreiben. Und durch das ist das dann zusammengelaufen und mit dem Sprecher, den hat der Markus wiederum empfohlen, an Tom Zahner. Und dem auch nochmal einen großen Dank für seine Stimme, die macht schon viel aus in dem Film. Und es sind eben die Elemente, was zusammenlaufen. Also allein bringst du sowas auch nicht her, es ist einfach das Team. Die alten Weisheiten kommen immer wieder. Warum sollen wir diese unglaubliche Vollkommenheit erklären wollen? Wie sollen wir überhaupt etwas erklären, dass es eigentlich gar keine Worte gibt? Das alles ist Gott oder Glaube, Hoffnung oder Glück. Und auch das sind nur Worte. Worte, die erklären wollen. Aber können wir diese Unfassbarkeit überhaupt in Begriffe fassen? Oder sollten wir nicht manchmal wortlos sein? Wortlos zufrieden. Die Schneewallfahrten bin ich ganz anders angegangen, weil das Erste, was ich von dem Film hörte, war die Idee, über Glaubensfragen, über Motivation, den Ansporn
diesen Sport oder diese Art von Abfahrten zu machen, was dahinter steckt, was motiviert jemanden. Und ich hatte dann die Texte gelesen und habe mir gedacht, da muss Musik drauf und das muss eine Musik sein, die sehr viel Gefühl hat und schon ein bisschen so leicht religiöse Einschläge vielleicht sogar hat, weil wir haben immer gesagt, so der Text, der da drauf kommt, das muss fast ein bisschen wie eine Predigt klingen, denn einfach so ein Interview mit einem Sportler, ich glaube, das wäre zu flach geworden, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine sehr meditative Musik, die auch sehr schön zu dem fallenden Schnee fällt, und es ist ja fast alles in Slow Motion auch gedreht, also habe ich mir gedacht, man muss die Musik auch sehr ruhig und Slow Motion sein, und über die über 12 Minuten, die der Film dauert, muss es natürlich auch eine Dynamik haben, und auch das haben wir dann versucht, mit verschiedenen Musikinstrumenten dann etwas rauf und runter zu fahren und dann auch am Schluss wieder einen schönen Punkt zu setzen. Das Überthema Glauben, es ist ja etwas, was viele Leute beschäftigt. Manche reagieren allergisch drauf, wenn man sagt, Glauben, gleich Religion, Kirche, dein Danke, weil man einfach schon so geprägt ist von dem Ganzen. Aber dass es eigentlich andere Ebenen von Glauben gibt und dass es eigentlich in der Menschheit eigentlich essentiell ist, die Menschheit kann eigentlich nicht existieren, ohne dass irgendwo alle Leute, die sagen, sie glauben, nicht glauben, auch wenn es an sich selber ist. Die Richtung ist wahrscheinlich durch das entstanden, weil einfach das höher, weiter, schneller schon so abgedroschen ist und schon so oft gesehen wird und eben, dass man einfach ja, mal eine andere Richtung machen muss. Und manche Leute gefällt es, manche nicht, ist in Ordnung. Aber es ist wenigstens polarisierend, es ist nicht so im Mainstream drinnen, sondern es ist halt ein bisschen ein Seitenstrom, wo halt so was anderes ist, wie so die klassischen Sachen, denke ich mal. Was mir aufgefallen ist, während dem Film, also bei Schneewallfahrten war es extrem ruhig im Raum. Also es war wirklich Stille. Also ich habe wirklich gemerkt, dass sich die Leute einlassen auf den Film, dass sie sich konzentrieren, dass sie dabei sind. Und also das Feedback, was man kriegt für die Leute, also es ist eine runde Sache, aber das ist eben Teamarbeit gewesen da. Also hat einfach wirklich jeder, ich glaube, so sein Herzensblut eingesteckt. Einfach wirklich etwas, was ihm am wert war, da einfach wirklich mehr zum Investieren, wie nur das Nötige. Und ich glaube, das spürt man schon auch.